Ja, nur lieben Christian Schemeyer, Paterapport, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Ja, und ich wollte heute mal reden über die zwei Gefahren des sich als Opfer fühlens. Und das sind zwar so gegensätzliche Gefahren, deswegen, aber ich dachte, ich packe die mal in ein Video rein. Und zwar, ich rede auch nur über den Beziehungsbereich, ne? Mir ist jetzt natürlich völlig klar, dass jeder Mensch ständig Opfer werden kann, irgendwelche absurden Krankheiten, Unfälle, was weiß ich, ein Satellit fällt einem auf den Kopf, es kann alles Mögliche passieren und man wird plötzlich zum, wir werden ständig zum Opfer und ja, ist halt so, ne? Aber wenn wir jetzt, bleiben wir mal beim Beziehungsbereich, das ist natürlich schwierig. Es kann natürlich nicht nur Opfer geben. Manche haben das Gefühl, es gibt nur Opfer. Alle sind immer Opfer. So, wo sind denn da die Täter sozusagen? Das finde ich auch mal ein bisschen lustig, den Gedanken. Und aber das wäre schon der Punkt 2. Wir bleiben mal bei Punkt 1. Bei Punkt 1 ist, auch in Beziehungen kann man natürlich Opfer werden, wenn man eine Sache noch nicht durchschaut hat. Ne? Dann kannst du zum Beispiel, ja, erkennst vielleicht bestimmte Typen von Mensch nicht und wirst dann von denen das Licht gefühlt, verarscht, betrogen, ich weiß nicht was. Und ja, man fühlt sich dann als Opfer, ne? Ist total korrekt. Aber wenn du jetzt immer das Gleiche machst, das ist auch so eine Sache, mit der ich immer wieder zu tun habe in Gesprächen, so, ne? Wenn Leute immer das Gleiche machen, immer die gleichen Partner aussuchen, immer wieder sagen, ja, ich will aber diesen Typ Mann daten, ich will diesen Typ Frau daten, ich will das, ich will das, ich will das, ich will. Ich will nicht auf komplett null Kontakt gehen. Ich will das nicht. Ich will diese Frau, diesen Mann nochmal treffen und nochmal treffen und nochmal treffen oder doch noch WhatsApp schreiben oder Freundschaft Plus oder ich weiß nicht. Also wenn diese etablierten Ratschläge, die es auch gibt, wenn die nicht befolgt werden, ja, da kannst du irgendwann nicht mehr sagen, ich bin nur Opfer, weil du machst einfach immer das Gleiche. So, du machst einfach immer das Gleiche, obwohl du weißt, tief drin, ja, dass es nicht gut ist. Ne? Also ist der Vergleich zu Süchten ist aber hilfreich, weil das eigentlich eine ganz ähnliche Dynamik ist. Du rauchst vielleicht jeden Tag eine und wir haben natürlich alle Süchte, ne? Also kleinere zumindest. Außer ich habe natürlich nur einen Heiligenschein, nein. Du rauchst vielleicht und weiß genau, es tut dir nicht gut, aber sagst dir, ja, ich scheiß mir doch egal, Helmut Schmidt ist auch 100 geworden und was juckt, irgendwann sterben wir sowieso und machst es dann halt, ne? Und solange du damit auch fein bist und dann, wenn später die Erkrankungen kommen, du dann sagst, ja, es war es mir wert, dann wäre ja auch alles gut, ne? Aber so einfach ist es natürlich nicht so, ne? Das heißt, wir zu unserem Bewusstseinsweg, der ja auch in meinem neuen Buch, also neu ist jetzt auch gar nicht mehr, stark beschrieben wird, in diesem Bewusstseinsweg müssen wir einfach anerkennen, dass wir auch zumindest an bestimmten Dingen eine Mitverantwortung haben und diese auch anerkennen, ne? Sonst können wir uns einfach nicht weiterentwickeln, so, ne? Und wir können uns dann auch nicht ständig immer nur als Opfer sehen, ne? Ich denke auch manchmal, was so Thema Narzissmus angeht. Also wenn ich selber immer Narzissten feiere und immer wieder date, dann kann ich mich nicht gleichzeitig über die aufregen und irgendwie 500 Videos gucken, wie atmet der Narzisst, wie denkt der Narzisst, wie läuft der Narzisst, wie springt der Narzisst. Und wenn ich sie immer wieder geil finde und date, ja, dann muss ich dafür die Verantwortung übernehmen oder Narzisstinnen. Also dann noch ein kleiner Einschub. Es gibt jetzt so eine neue Revision im DSM, dieses amerikanische System. Und da wird jetzt auch, also auf der Ebene meines Erachtens zum ersten Mal gesagt, dass Männer und Frauen gleich narzisstisch sind, also gleich viele Fälle gibt, was ja immer so in Abrede gestellt wurde. Und das finde ich auch sehr wichtig für die Männer, weil es sieht anders aus. Der weibliche oder, Gott, darf man ja auch schon gar nicht mehr sagen, aber sagen wir mal so, der weibliche Narzissmus sieht anders aus als der männliche, aber ist trotzdem die gleiche Scheiße, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Aber gut, ich komme jetzt vom Thema ab und ja, also das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich mal ansprechen wollte, ist,
dass scheinbar viele Menschen sich als Opfer sehen, die aber von außen gar nicht als Opfer wahrgenommen werden, sondern eher tätermäßig so, ne? Mir fällt es ab und zu mal auf bei so manchen E-Mails, die ich kriege, die so fordernd, aggressiv, weiß ich nicht was sind, und gleichzeitig scheinen die Menschen immer zu glauben, sie werden so klassisch co-abhängig, wo ich immer denke, also irgendwas kann da nicht passen, sondern so ein richtig übernetter, co-abhängiger Mensch, der schreibt keine fordernde, wuterfüllte E-Mail mit irgendwelchen mach dies, mach das, mach jenes, ne, so, das ja, sorry, das ist nicht co-abhängig so, ne, also nicht, wie ich das verstehe zumindest. Und das, ja, das, auch das hat natürlich Gründe, ne, dass man von irgendwas angetriggert ist, und für die Trigger hat man halt, ja, also das kann man alles verstehen, kann man alles, ja, herleiten, woher das kommt und worauf, dass man im Schmerzkörper ist. Ne? Aber das ist ja, was ich auch in meinem Buch sage, also dieser blinde Fleck, den müssen wir alle selber suchen. Ne? Und da, wo unsere Täteranteile sind, da ist unser blinder Fleck. Also die sind viel unsichtbarer als abhängige Anteile, ne? Die man häufig sehr stark sieht. So. Und also wenn ich so austeile, ich meine auch die Menschen, die so austeilen, haben natürlich immer das Gefühl, sie hatten ein Recht dazu. So. Aber man muss auch mal bei sich selber gucken. Ne? Ich kann nicht, weiß ich nicht, so ein Gefühl habe, ich habe so ein Recht dazu, ich darf mir das nehmen. So, ich wurde auch mal betrogen, das betrüge ich halt auch mal. Oder jetzt, weiß ich nicht, nur wenn meine Laus über die Leber gelaufen ist, schreibe ich jetzt mal wütende E-Mails und Kommentare und ich weiß nicht was, oder nerv andere Leute. Ja, also die Welt wird nicht besser werden, wenn wir uns unsere eigenen Täteranteile nicht auch angucken, weil es sind nicht immer die anderen. Ne? Ich meine, ich habe das alles schon in anderer Form gesagt, aber mir stehen manchmal so die Haare zu Berge, wenn ich, weiß ich auch nicht, ich finde vor allen Dingen, wenn man manchmal so Sachen sieht und liest, die vielleicht so auf Social Media stattfinden, und gleichzeitig weiß, was da so hinter steht, auch hinter die Kulissen mal geguckt hat, dann stehen mal einfach so die Haare zu Berge, wie viele Menschen sich so als Opfer sehen, wo man einfach selber nur denkt, ey, oh, also wenn das ein Opfer ist, ey, dann weiß ich nicht, dann war Idi Amin irgendwie, weiß ich nicht, ein Kindergartenlehrer oder so, keine Ahnung. Okay, ist jetzt ein absurdes Beispiel, aber ich weiß nicht, das ist, man hat ja das Gefühl manchmal, auch wenn man auf Social Media guckt, alle sind immer ein Opfer, und das ist ja schon so verrückt, dass sich auch die Opfergruppen gegeneinander schon angehen, weil dieses Opfersein ermöglicht natürlich auch, das ist jetzt vielleicht nochmal so ein dritter Punkt, ermöglicht natürlich auch Zugang zu Ressourcen, ja, ermöglicht auch Zugang zu Aufmerksamkeit an bestimmten Punkten, und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass Menschen ja, wollen halt lieber das mitnehmen und gehen dann nicht in ihre volle Kraft, weil sie lieber ja, diese passive Zufuhr aus so einem Opferstatus da irgendwie in Anspruch nehmen wollen, so, ne? Aber das alles ist ein Teil, der die Welt so beschissen macht, wie sie teilweise ist, so, ne? Und wie gesagt, das ist jetzt auch gar keine Bewertung oder Vorwurf, weil ich weiß, dass jeder Mensch macht die Sachen, die er macht, macht er aus einer eigenen Dynamik, und dann meint die meisten Menschen auch der Meinung, dass es richtig ist, was sie machen. Das sind ja immer die echten Co-Abhängigen, die sich ständig in Frage stellen. So, ne? Aber man kann ja mal gucken, einfach so diese Fragen sich mal stellen. Bin ich wirklich in meiner vollen Kraft oder spiele ich irgendwie klein? Sozusagen lasse ich meine Trigger an anderen Leuten aus und gehe dann selber in eine Täterrolle, mache ich immer wieder das Gleiche und sehe das nicht. Also dieses Video soll einfach nur mal ein Aufruf sein, sich diese unbewussten Stellen anzugucken, was natürlich ein schwieriges Unterfangen ist, weil wenn sie unbewusst sind, wie soll man sich denn angucken, aber eine gewisse Neugier, mal hinzugucken, ob es da nicht Flecken gibt, die man vielleicht nicht sehen will, so, ne? Ja, ist so ein bisschen so wie mit Rauchen oder so, ja, man sagt sich, ist mir doch scheißegal, werde ich eben krank, kriege ich eben Lungenkrebs, sterbe ich eben früher, Welt ist eh scheiße.
Und dann hat man irgendwann eine Erkrankung und ist dann doch traurig, dass man so viel geraucht hat. Also dieses, weil wirklich hingucken, und wenn man dann trotzdem die gleiche Entscheidung trifft, wirklich bewusst und sagt, ja, es ist mir wirklich scheißegal und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen meines Verhaltens, dann ist ja auch wieder alles gut. Da hat man auch Opferstatus verlassen, so, ne? Und zu unserem Bewusstseinsweg, den ich auch hier beschreibe, gehört leider mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich sage bewusst mehr, weil man kann einfach nicht für alles Verantwortung übernehmen, was so in der Welt passiert. Da wird man völlig irre. Aber ein bisschen mehr wäre schon ganz gut. Ja, ich bin gespannt über eure Gedanken dazu und wir sehen uns bald wieder.